Auf zu der Insel, wo Baugustin sich versteckt hält. Hier landen sie sich Dschungelhoch. Wir waren ja letztes Mal im Twisterland. Und jetzt geht's weiter mit Dschungelhoch. Man kann beide theoretisch gleichzeitig machen. Also es ist egal, ob man zuerst Dschungelhoch oder Twisterland macht. Ich habe mich halt zufällig für das eine entschieden. Das konnte ich ja nicht wissen, wo was liegt, weil es sind ja zwei Wege links, rechts. Aber ja, man kann beide gleichzeitig machen, wenn man möchte. Und da wir Twister dann schon gemacht haben. Zeit hierfür. Warum ist das so süß? Hier herrscht wohl ein Sturm. Oh, Luigi! Nicht schlafen. Wir sind ja auf der Suche nach Fabrizias Bruder. Okay. Oh. Das wird interessant. Darauf habe ich Lust. Das sieht nach einer Menge Action aus. Apropos Action. Bam. Wir haben ja jetzt dank Fabrizia endlich den Hammer. Und. Das ist voll cool. Auf dem unsichtbaren Block regnet es drauf. Das finde ich cool. Das finde ich genial. Huch, wo kommt ihr denn plötzlich her? Aus einer Kanone geschossen? So, so. Ihr wollt mich voll veräppeln. Glaubst du uns etwa nicht? Wieso kann ich ihn nicht schlagen? Ich darf ihn nicht den Hammer benutzen. Derzeit nicht möglich. Hä? Okay. Ich darf ihn nicht verprügeln. Sorry, Bro. Werde ich nicht tun. Boah, ist das eine. Mein Gott. Da oben ist der Leuchtturm. Puh. Okay. Das wird einiges hier. Habt ihr den Dreh beim Transportieren draus? Mit etwas Geschick kommt ihr noch hinaus. Welchen Dreh? Hä? Ein Chamäleon! Ich meine, okay, macht Sinn, dass die hier leben, aber ich habe jetzt nicht mit einem gerechnet. Schon lange her, dass wir gegen einen gekämpft haben, oder? Okay, es ist ein Waschmelion. Das sind andere Viecher. Aber nur weil sie anders sind, kriegen sie trotzdem aufs Maul. Keiner wird verschont. Okay, interessant, aber war sehr langsam. Also den konnte ja wirklich jeder predikten. Mario! Good job, Bro! Was ist eben noch? Stopp! Lebst nicht mehr lange. Weg mit dir. Ich habe gedacht, wenn ich den Sprung mache, geht es vielleicht schneller. Aber ich glaube, Hammer ist hier im Moment immer die bessere Wahl. Vor allem mit Mario, weil ich habe ihm mal so ein Hammer-Item gegeben, dass er mit seiner Hammer-Attacke stärker ist. Und dass er generell dadurch stärker? Warte mal. Ich will mal nachschauen. Hier, mäßig Hammer. Ah, es ist halt wirklich so. Sprung und Hammer haben ihren eigenen Stat. Okay, war das schon immer so? Ich glaube nicht. Okay, bei Luigi ist es ganz egal, aber Mario auf jeden Fall im Moment Hammer. So, so. Ich habe das dann gefunden. Huh? Okay. Diddlidum. Sorry dafür. Also hast du einen blauen Block gefunden? Nehmen wir den mal mit. Vielleicht brauchen wir den hier drüben. Was denn? Gabi, let's go, komm her! Hä? Kann er nicht um die Ecke gehen? Muss ich ihn wirklich dazu zwingen? Komm schon, Luigi. Komm schon, gib mir das. Nein, du musst es mir. So, mit X. Danke. Und platzieren. Das schien richtig zu sein, hoffe ich. Fangt so viele Deutlichkeiten, die ihr nur kennt. Die werden euch bestimmt noch nützlich sein. Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl und auf das kann ich mich meistens verlassen. Ja, meinetwegen. Wir haben schon eine Sammlung von denen angefangen. Ich hoffe nur, dass Mario die Tiere nicht quält. Vielleicht gibt er denen ein schönes Zuhause. Das wollen wir doch hoffen. Hab ich recht? Na, hab ich recht! Luigi freut sich. Ja! Den hast du gut getroffen, Mario! Flop. Sehr schick. Und nochmal. Bäh. Ich muss sagen, die Kämpfe sind ein bisschen langweilig in diesem Spiel, weil sie immer gleich sind. Also es. Ich habe nichts gesagt. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ich will mal B drücken. Wieso hat denn jetzt die Hälfte Leben weggenommen? Das ist wirklich viel. Vielleicht
sollte ich meine Items mal langsam anfangen zu benutzen. Was ist diese Dschungelogranken eigentlich, die wir ab und zu bekommen? Ich schau mal im Inventar, was es damit auf sich hat. Ich stehe einfach nur so rum. Okay. Items. Also einfach mal erstmal einen Pilz. Sehr schön. Ja, ja, wirklich viel. 30. Oh. Nice. Nussschepper Beinbrudern 20 KP her. Also es ist eigentlich besser als ein Pilz. Das ist eine verdammte Nuss. Wie kann eine Nuss besser sein als ein Pilz? Na egal. Ein Ranker von der Insel Dschungelux kann als Material für Ausrüstung verwendet werden. Und Schwankfels? Großer Felsen von Schwankum. Oh. Oder Schwankum. Oder was auch immer. Ja, interessant. Ein Pilz. Ja. Erstmal einen gefressen, jetzt kriegen wir einen wieder. Danke, Spiel. Okay, wir können nur hier lang. Also, Luigi, sammel deine Münzen. Jaho! Perfekt. Ich bin stolz auf dich, Little Bro. Hohohohoho. Na, nur ein Pilz. Aber trotzdem ganz nett. Denn der ist geschenkt. Genau wie diese Viecher. Die können uns gar nichts. Yeah. Noch mehr Geld. Du kannst ein bisschen was rupfen, weil ich mal mit dem Verkäufer rede. Komm, rupf mal. Oh, oder komm halt her. Seht euch meine Waren an. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Oh, du verkaufst Items und Ausrüstung. Okay. Okay, aber hast du was Neues? Warte. Okay, ich könnte theoretisch für sehr viel Geld nochmal einen Mäßighammer für Luigi holen. Nee, komm, lass es. Ich kann auch was verkaufen, theoretisch. Meine alte Ausrüstung könnte ich jetzt verkaufen, oder? Okay, ist halt fast gar nichts wert. Ja, nee. Also, warte, habe ich die Bronzemedaille? Kann für einen geringen Betrag verkauft werden, erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit von Gegnern im Kampf anvisiert zu werden. Hä? Okay. Wo ist da der Vorteil? Will ich es verkaufen? Habe ich viel Geld? Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob 500 Münzen viel sind oder nicht. Oh Mann. Keine Ahnung, du. Ich weiß nur, wir noch ein paar Gegner besiegen. Denn ich will unbedingt noch gerne heute Level 5 erreichen. Oh, das sind ja 3. Aber komm, wir sind die Mario Bros. Wir lassen uns nicht von 3 Chamäleons umhauen. Als ob. Bleib. Ja, das mit der Zunge weiß ich noch nicht so genau. Also den habe ich noch nicht drauf. Bam. Aber vielleicht ist er jetzt schon down. Mal sehen. Ja. Direkt explodiert. Was, das reicht doch nicht? Oh Mann. Na schön. Aber ich will die Parts wirklich nicht voll machen mit Kämpfen, sondern lieber mit der Erkundung. Denn ich finde, da strahlt das Spiel viel mehr als bei den Kämpfen. Zumindest bisher. Aber vielleicht wird es ja noch besser, sobald wir neue Attacken lernen. Du bist wieder der alte Sack, oder? Ja! Wieso habt ihr mich Rüben-Opi aus meiner guten alten Dschungelogererde gerissen? Gewiss, weil ich euch was weiß machen soll. Na gut, dann lasse ich mich nicht lange bitten. Wollt ihr vielleicht wissen, wie ihr bei Regen am besten eine Erkältung vorbeugen könnt? Also, eine ordnungsgerechte Erwärmung wiegt so eine olle Erkältung ganz einfach auf. Aber es kommt auch auf die korrekte Einstellung an, müsst ihr wissen. Einer mag froh sein, dass er mit einer Erkältung davon gekommen und nicht unter der Erde ist. Und für eine olle Rübe wie mich schwimmt der Lachs genau in die andere Richtung. Wenn man nur gut auf die richtige Einstellung achtet, ist das Leben nur noch halb so wild. Ja, ja, mehr habe ich als alter Rüben-Opi euch auch nicht zu sagen. Na gut, etwas habe ich noch. Jeder ist sein eigen Kapitän.
Das mag seltsam anrühren, ist aber darum nicht weniger wahr. Ganz gleich, wie rau die See auch ist, der Steuermann steht stets an Deck. Oder hieß es, am Stausee weht's den Weiher weg, die Heuer landet meist im Dreck? So oder so ähnlich, das seht ihr einem alten Rüben-Opi aus Dschungelog nochmal nach. Und noch eine Sache. Was ist der Unterschied zwischen Gedächtnis und Erinnerung? Die Antwort lautet, das sage ich euch, wenn's mir wieder eingefallen ist. Was? Rüben-Opi weiß Bescheid! Er ist ein wirklich skurriler und seltsamer Charakter. Ich weiß nicht, was ich dazu antworten soll. Nee, ich denke aber nicht drüber nach. Etwas Goldenes befindet sich hier. Wow, eine goldene Rübe. Ah, Mist. Luigi kann die nur einsammeln, sonst kriege ich die Münzen nicht. Mist, habe ich 2 Münzen leider flöten gehen lassen. Aber komm, 2 Münzen, wir sind reich. Das ist nicht schlimm. Oder? Ich glaube nicht. Ich war wohl kaum. Okay. Also diese Blöcke auf dem Boden können auch so wie Fragezeichenblöcke fungieren, theoretisch. Hä? Was ist denn da? Ist das etwa Augustin? Der sich um den Leuchtturm anschaut? Da, wo unser Ziel ist, da sollen wir hin? Versperrt. Der Weg ist blockiert. Manch einer würde jetzt aufgeben. Aber nicht ich. Ich gebe niemals auf. Auch wenn weitermachen keinen Sinn ergibt. Was labert der? Hey, du da. 2 Typen mit Schnurrbärten. Hier? Verdächtig. Ziemlich sass seid ihr. Ihr seid dabei, die Insel anzubinden? Ich kann also wieder zum Muttern? Das ist toll! Ich bleibe hier, bis ihr diese Insel wieder angebunden habt. Nur dass ihr es wisst, da bin ich unbeweglich wie ein ganzes Gebirge. Okay. Oh, richtig! Ich habe gerade so einen Pilztypen gesehen. Der ist da hinten herumgeschlichen. Und er wollte mit mir reden? Bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich gesehen habe, aber irgendwie war es abgefahren. Okay, ein Pilztyp? Meint er einen Toad? Ich hoffe nicht. Pepper, dann will ich keinen einzigen Toad mehr sehen. Wenn es geht. Aber warte mal, wir waren hier unten noch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass hier unten... Oh, was sein könnte, Herr, oder was? Ah, ne, schon richtig, ist schon richtig. Mein Gott. Okay, ich glaube, dieses ganze Areal hier links ist für danach. Weil ich sehe keine Verbindungen, wahrscheinlich erst mit den Blüten, wenn die gewachsen sind. Okay, hier gibt es noch einiges, um nach oben zu kommen. Ja, und ich muss ja jetzt nicht jeden einzelnen Gegner hier besiegen und warte mal, ich komme hier gar nicht lang. Aber ich muss irgendwie nach oben zu einer Brücke. Okay, Moment, die Brücke ist hier vorne. Oh Gott, was bist du für einer? Eine stärkere Version von dem aus dem Twisterland. Oder ist es der gleiche aus dem Twisterland, nur anders gefärbt? Ich hätte eine andere Attacke drauf. Kämpfen wir auf jeden Fall mal gegen den. Finden mehr heraus. Gehen wir davon aus, dass er den gleichen Angriff macht. Ja, macht er, okay. Vielleicht sieht er einfach nur anders aus. Oh mein Gott! Puh! Das war einiges jetzt. Treffe ich ihn mit dem Hammer? Daneben. Wirkungslose Attacken. Ja, okay, ich hab's verstanden. Okay, Luigi, du brauchst trinken, Pilz. Gönn ihn dir. Endlich! Oho. Ah, Mist. Und die machen 10 Schaden immer. Jetzt. Bam! Endlich mal einen getroffen von denen. Ah, der ist geschwächt. Können wir am ehesten besiegen. Er lebt noch. Nein, ich will... Das geht auf meine Klappe. Ich habe einfach gedrückt. Aber
Komm schon, ich wollte nicht fliehen. Okay, wir versuchen es nochmal. Erstmal nehme ich den Pilz. Ist ja nicht so schlimm, wir können einfach mal neue kaufen, wenn es sein muss. Wie bin ich hier auf den... Okay. Wir versuchen den Kampf einfach nochmal. Von Punkt 0. Also, wie soll ich anfangen? Alter. Also, das ist aber nur 9 Schaden. Boah, sind die komisch. Ich bin nur zu blöd für die. Das kann auch sein. Okay. Komm, ich will den einen schon mal besiegen. Das macht mir das Leben einfacher. Der lebt noch! Okay, dann mach nochmal Wuhu. Also mach nochmal so. Mach nochmal langsam am Ende. Bam! Sehr schön! Oh, das ist satisfying, wenn die explodieren. Weißt du, was das darstellen soll? So eine fliegende Rübe oder so, keine Ahnung. Oh yeah. Bam. Jetzt noch ein Konter. Na komm. Schön. Sehr schön, Luigi. Oh, yeah. Bin ich stolz auf dich, Little Bro. Danke, Mario. So, 5 beiseite, ist weg. Und was macht dieser Block hier? Er bewegt die Ranken? Von Side to Side? Okay. Na was? Ist hier was? Nee, warum war da ein komisches Geräusch? Okay, an denen kann ich auch nicht vorbeispringen. Schau mal, das ist so ein kleines Tier an dem Baum. Schade, das hat nicht Angst vor mir. Das fühlt sich ziemlich sicher. Hm? Warte mal. Machen wir die Ranken hier wieder hin. Vielleicht will man nach unten links gehen. Wir wissen, was da ist. Oder ist das vielleicht eher für später, wenn die Blüten wieder gewachsen sind? Ernsthaft, wir sind nur Rüben? Das war's. Mehr ist ja nicht. Bisschen underwhelming. Sondern nicht mal ein unsichtbarer Block. Oh, ich finde aber diese dieser Effekt ist voll cool, wenn Mario am Springen ist hier in dem Regen. Diese Wischlinien, die er da hinter sich hinterlässt. Ja, oh, Luigi natürlich auch. Das hat was. Ja, keine Ahnung. Machen wir es jetzt mal so. Hallo, kriegst du jetzt nicht. Haha. Okay. Der Leuchtturm ist oben. Ja, das weiß ich. Und hier ist ein Knopf. Und ich habe den gelben Schalterpalast gefunden. Oh, 1 von 4. Okay. Was haben wir hier? Secret vielleicht? Hm, was? Luigi? Luigi! Luigi! Oh yeah! Oh yeah, nee, ich komm da nicht hoch. Vielleicht von hier? Oh! Die nehmen wir aber nicht mit. Yeah! Komm schon. Ja, sehr gut. Na was? Nee, der ist aktiviert. Okay, es sah gerade ein bisschen so aus, als wäre er wieder deaktiviert worden. Ist er aber nicht. Darf ich auch nicht durch? Das ist doof. Oh. Ist hier noch so ein Block? Ja, warte mal, bevor ich den jetzt aktiviere. Jawohl. Doch, ich muss ihn aktivieren. Mhm. Das ist richtig. So, aber jetzt kann ich ja nicht nur den Block hier, den Knopf hier aktivieren. Mhm. Sondern ich kann mit Luigi dieses Spielchen hier spielen. Mhm. Bleib. Komm zu dir, Bro. Ich kann auf ihm draufstehen. Warum auch immer. Okay. Und du. Machst du rechts? Ja. Machst du das Plattform. Yay! Was passiert? Ey! Warum hat mich das Spiel runtergezwungen? Wer soll das? Was soll der Blödsinn? Hä? Okay, da stand nicht auf meinem Plan. Warte, wir sind noch voll viele Münzen. Was soll denn da hinkommen? Kann man wie Luigi sagen, hey Bro, bleib mal stehen, ich hole das eben? Wahrscheinlich nicht, aber es wäre cool, wenn ja. Bitte Luigi, schaff die Sprünge, ja, ich vertraue dir. Ich habe online viel gelesen, dass deine AI nicht so gut sein soll. Weil ja jetzt
von alleine sich steuern lässt und nicht von mir selber. Also ich kann ihn auch steuern, aber sonst halt nicht so doll. Ah, ich glaube, ich komme ich sogar zu diesen Münzen hin, oder? Oh, wir gehen immer weiter nach oben. Treffen jetzt gleich auf Arceus oder was? Okay, verstehe. Mhm. Ach, das ist cool. Immer höher. Und jetzt die Münzen. Boah, perfekt. Das mussten wir sogar machen. Da war ein Schalter. Oha. Okay, wir können hier einfach runterfallen. Das Ding schickt er immer noch. Aber hier können wir noch lang. Hier waren wir noch nicht. Und yes, darauf habe ich gehofft. Damit kommen wir auch da durch. Ah, hier müssen wir am Ende hin. Und da ist halt der Schalter. Verstehe. Guard it. So. Wie? Hm. Ich sehe rot und grün. Ja, ist denn möglich? Toad. Also, Alina Toad. Den kennen wir noch gar nicht, oder? Was macht der denn hier? Juhu! Das ist doch klar wie Pilzsuppe. Das sind Mario und Luigi. Wo sind sie hier, hä? Sehen wir nicht aus wie das Pilzkönigreich? Au! Wo ich aber hier seid! Könnt ihr die anderen Toads zu mir bringen? Es gibt noch mehr? Oh nein. Oh, da ist ja noch einer. War schon immer da? Oh, ein gelber, ein grüner und... Wo ist der rote? Die waren zu dritt, aber dann haben wir uns aus den Augen verloren. Hm. Okay, zumindest der rote nicht, aber... Warum sind hier Toads? Hm. Wie kommen wir denn da nur durch? Luigi, hast du eine Luigi-Idee? Scheint so. Komm schon, streng deinen Kopf an, deinen wuscheligen Kopf mit einem Schwein drin. Kein Schwein natürlich. Mario, ich weiß, was wir tun können. Was denn, Luigi? Ich zeig's dir. Ach so, in der Luft schwimmen. Verstehe. Und dann auf die Schuhe hauen, so BAM! Spring nach oben jetzt! Das hat geklappt? Was? Wie? Hä? Vielleicht ist die Schwerkraft hier auf diesem Gebiet anders. Mario, Luigi, ich bin froh, euch zu sehen! Hat sich auch in diesen Wald verschlagen? Genau wie uns! Was? Hier läuft wieder mal eine ganz große Sache? Hey, Mario, hier! Was denn? Mario, hier! Parlamente! Werfst du mich zu Luigi, Mario? Ich kann's versuchen. Wie mach ich das denn? Ich nehme dich in die Hand und dann... Luigi, fang! Das sah sehr seltsam aus. Luigi! Junge, was habe ich dich vermisst? Du musst nur noch einen verirrten Tod finden, Mario. Kannst du ihn zu mir bringen? Natürlich. Let's go. Da kommen wir nicht alleine hoch? Wie dumm ist das denn? Okay. Ah, verstehe. Da muss einer drauf stehen bleiben. Vielleicht hat der kleine Toddy. Weiß noch nicht mehr das Geld. Und eine Frischwurz. Hi, Kleiner. Hab keine Angst. Es ist nicht so kalt. Es regnet ein bisschen, aber so kalt ist es hier nicht. Bist du das, Mario? Ja. Ja, du bist es wirklich, Mario. Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin, dich zu sehen. Kannst du mich zu meinen beiden Kumpels bringen? Wir haben uns, naja, verloren. Besten Dank, Mario. Auf dich ist immer Verlass. Natürlich doch. Komm mit. Solange es sich in Grenzen hält mit euch, kann ich es akzeptieren. Bleib mal bitte kurz da drauf. Weil ich möchte gucken, ob ich mit dem Stein hier was anfangen kann. Vielleicht kann ich ihn hier rechts irgendwo platzieren. Ich meine hier zum Beispiel. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Nee, Mario sagt, nee, Mann! Schneemann! Ja, lass einfach liegen. Lass einfach liegen! Gut. Komm mit. Komm mit, sagte ich. Ja, ist gut, Spiel muss ich nicht immer sehen. Bang! Oh, 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 oh. Map! Bitteschön. Luigi! Junge! Luigi! Luigi, hör auf zu quatschen! Ich muss hier raus!
Wie machen wir das nur, Mario? Aha. Ihr braucht irgendetwas Großes, um es hier zu platzieren. Ja. Hey, Mario! Sehen wir uns mal um, aber wir müssen hier schinden können. Jaho! Was? Ich hab doch schon was. Hä? Was? Was für ein Ding? Ah ja, ihr braucht irgendwas zum Draufsteigen! Hey Mario! Such doch mal! Wie such noch mal? Ja! Was bist du denn damit? Kann ich dir Hilfe werfen? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich! Hm, was? Okay. Wundervoll. Mario, kannst du bitte den Tod nochmal hierher bringen? Ja, hier, ich will ihn eh nicht mehr sehen. Bitteschön. So, Luigi, bitte komm mal her. Ich brauch dich jetzt. Mama mia! Mario, jetzt komm endlich! Mario. Ja, ich bin ja hier! Let's go! So hab ich das gern. So, hi, Little Toadies! Gib das mal auf, Luigi. Gib's mir. Und ich leg's drauf. Yeah. Okay, die Insel ist ja wieder klar. Mario! Luigi! Er hat's wirklich geschafft! Das war auch nicht schwer. Vor allem mit Luigi See. Ihr verbindet die Inseln wieder miteinander, ja? Das klingt schwierig. Ein Leuchtturm? Also wenn ihr ein hohes Gebäude sucht, ich hab's zwar nur aus der Ferne gesehen, aber wenn ihr hier weitergeht, kommt ihr hin. Das klingt doch gut. Wenn ihr diese Insel wieder verbindet, dann gehen wir nach Capitabora. Da sind sowieso alle, aber ja, das könnt ihr ruhig machen, wie ihr möchtet. Und was macht der Block hier? Okay, der dreht hier wieder um, dass wir wieder zurück können. Aber wer sagt denn, dass wir zurück wollen? Wir sind kurz vorm Ziel. Wir haben alle Knöpfe aktiviert und können nun in Richtung nach oben, Richtung Leuchtturm. Der ist doch da oben, oder? Oh nee, das wollte ich gar nicht. Ich gehe mal wieder um. So ist eigentlich okay. Ja. So. Helda! Ah, Augustin, was geht's? Zuerst hielt ich euch für ganz schön verdächtig mit euren buschigen Bärten. Aber ihr habt laufende, sprechende Pilze als Freunde. Und ihr habt dieses verschlossene Tor geöffnet, an dem ich nicht weiterkam. Also seid ihr vermutlich voll in Ordnung. Danke, herzlich. Kommst du mit? Jetzt müsst ihr nur noch die Insel anbinden. Das haben wir sowieso vor. Aber danke für deinen Support. Support ist kein Mord. Deshalb, Freunde, würde ich mich auch auf ein Like freuen. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bei Super Mario und Super Luigi's Brothership. Ich überlege gerade nur, sind wir schon fast da oder dauert das noch? Weil das sieht aus, als würde es noch ein bisschen dauern. Dann spare ich mir den Rest einfach für die nächste Folge auf. Was meint ihr? Muss auf jeden Fall wie ein guter Ort zum Enden. Okay, der kriegt nochmal aufs Maul. Ich brauche jetzt doch mein Level 5. Der kriegt's auch. Die kriegen es alle nochmal. Ihr denkt, ihr könnt mich austricksen. Daraus wird nichts. Ich hoffe, du kriegst ganz viele tolle Kopfschmerzen, Kollege. Wer natürlich auch. Mach einfach das Auto. Das wird schon. Oh yeah. Oh yeah.